Ich stehe hier vor dem Hotel Du Safari in Arusha, Tansania. Das gehört der lutherischen Kirche. Wir sind dort untergebracht auf unserer Reise hier. Und ich habe einen ereignisreichen Tag hinter mir. Ich war erst in der lutherischen Universität, dort besonders in der theologischen Fakultät, habe dort eine kleine Spontanvorlesung auch gehalten, bin mit den Studierenden ins Gespräch gekommen und bin dort ganz erfüllt wieder weggegangen zu einer anderen Einrichtung, die mich ebenfalls sehr beeindruckt hat. Eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, die auch von unserer Bayerischen Landeskirche mitfinanziert wird. Die Leute kriegen dort eine Ausbildung, Schneider, Metallarbeiter, Schuster, lernen dort was, kriegen einen Abschluss und können damit wirklich dann auch arbeiten. Ich bin eigentlich vor allem angesteckt worden durch die Freude und Begeisterung, auch durch den Gottesdienst, der für uns dort gehalten worden ist. Die Freude und die Gemeinschaft, die ich da erlebt habe, das ist etwas, was ich mit nach Hause nehme, was mich beeindruckt hat. Und ich glaube, wir können auch in Deutschland sehr viel davon lernen.